Diejenigen, die mich kennen, die wissen, ich bin so ein richtiger Fan von Inlandsbrokern, von steuereinfachen Brokern, die eben die Steuer für uns Kundinnen und Kunden automatisch abführen und wir können uns zurücklehnen und uns auf das konzentrieren, worin wir gut sind, ins Investieren. Die Steuer geht uns nichts an. Gleichzeitig die Verlockungen aus dem Ausland, so viele Angebote aus dem Ausland und das noch dazu zu extrem günstigen Konditionen und einer größeren Auswahl. Da kommen natürlich manche ordentlich in Verlockung, dass sie eben bei einem Auslandsbroker einen Vertrag abschließen und dort eben auch ordern. So eben auch ich. Ich kann mich noch erinnern, Mitte der 10er Jahre, die Giro aus den Niederlanden hat begonnen und ich war natürlich einer der Ersten, der dort ein Mehrpapierdepot eröffnet hat und ich war begeistert. Begeistert von niedrigen Gebühren und einer total einfachen Oberfläche. Ich habe dort gekauft Aktien, ich habe dort gekauft auch einen ETF und habe mir gedacht, das mit der Steuer, das funktioniert doch gar nicht so schwer, das kann ich doch selbst machen. Habe dann im Laufe der Zeit eben selbst die Einkommensteuererklärungen mit meinen Kapitaleinkünften erklärt und bin dann eben doch irgendwie drauf gekommen, das mit dem ETF, das ist doch einigermaßen schwer. Das mit den Aktien, das lasse ich noch, weil ich mir damals gedacht habe, Aktien sind doch eher einfach. Mittlerweile weiß ich, oh, da gibt es auch so einige Fallstricke. Ja, mit dem ETF, den ich da gehabt habe, haben wir da gedacht, okay, zweimal selbstversteuert, ich glaube zweimal was. Und dann eben, so, jetzt gebe ich das Ganze zu einem steuereinfachen Broker, zu Flatex. Naja, und das war eben ein folgeschwerer Fehler, denn schlussendlich hat das in einer Prüfung des Finanzamts gegipfelt und jetzt ist das Ganze abgeschlossen nach fast 2 Jahren und ich erzähle in diesem Video, wie es mir denn dabei ergangen ist und dass das ja alles andere als Leihwand war. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner vom broker-test.at, dem österreichischen Brokertester und Vergleicher. Und als Brokertester eröffne ich natürlich da und dort ein Wertpapierdepot und unter anderem eben damals bei DEGIRO und ich erzähle in diesem Video die Geschichte, wie es denn zu einer Finanzamtsprüfung gekommen ist und wie es denn schlussendlich ausgegangen ist. Vorweg aber, es ist kein Finanzamtsbashing, es ist kein Bashing über die Gesetze in Österreich oder was auch immer, sondern ich erzähle ganz einfach meine Geschichte, damit ihr nicht denselben Fehler macht, wie ich ihn damals gemacht habe. Ich habe einen Fehler gemacht und das Finanzamt hat gesagt, aufgrund der Gesetze, das Finanzamt macht ja diese Gesetze nicht, aufgrund der bestehenden Gesetze, hast du eben etwas gemacht, was nicht in Ordnung war und deshalb eben eine Prüfung und deshalb eben dann eben Kohle abdrücken. Die Ausgangssituation, die habe ich eben schon dargestellt. Ich habe bei DEGIRO ein Wertpapierdepot eröffnet, habe dort einen ETF gekauft, aber auch Aktien. Und wie gesagt, die Besteuerung eines ETFs, das war gar nicht so einfach mit den ausschüttungsgleichen Erträgen. Und ich habe mir dann im Jahr 2019 gedacht, ich übertrage das Ganze zu einem steuereinfachen Broker, zu Flatex. Und damit ist die Sache gegessen. Flatex macht die weitere Besteuerung. Und ja, wenn ich das Ganze dann verkaufe, dann kann ich eben die angehobenen Einstandspreise eben durch die ausschüttungsgleichen Erträge, die ich bereits versteuert habe, kann ich dann eben die Einkommensteuererklärung eben machen, beziehungsweise habe ich gedacht, naja, so viel war das bisher nicht, das Klasse hört sozusagen unterm Tisch fallen und habe dann eine doppelte Besteuerung und ich kann damit aber leben. Irgendwie so in dieser, oder ich mache es eben anders, so war eben mein Gedankengang damals. 2020 ist dann noch Folgendes passiert, dass die niederländische Finanzmarktaufsicht, die AFM, eben ja doch eine Pressemitteilung rausgegeben hat zu DEGIRO und gesagt hat, da passt was nicht oder hat etwas nicht gepasst und für mich war das dann ganz einfach, naja, die machen Wertpapierlei, da fühle ich mich jetzt nicht wohl. Ich transferiere meine Bestände, die ich eben dort im nicht gesicherten Depot gehabt habe, wo ich meine Wertpapierlei war, gebe ich eben rüber zur DKB, zur Deutschen Kreditbank. Die Deutsche Kreditbank, da bin ich schon länger Girokontokunde, in dem mag die ganz einfach und haben mir gedacht, das ist ein seriöser Broker. Ich streue ja ganz gern über die Broker, damit ich ja nicht alle Äpfel in einen Korb reinzugeben getraue und habe dann eben ein Depotübertrag von den Niederlanden nach Deutschland, also im Ausland zu Ausland.
Im selben Jahr, beziehungsweise ich glaube 2021 war das, war eben dann bei Interactive Brokers ebenfalls etwas Spannendes. Und zwar bei Interactive Brokers war es dann eben so, Brexit, dass die eben gesagt haben, liebe Kunden aus der EU, ihr seid bei, aktuell bei Interactive Brokers UK-Kundin oder Kunde, ihr geht jetzt zu den einzelnen Niederlassungen in der EU, das wäre eventuell Ungarn oder Luxemburg oder Irland und sind dann eben aufgeteilt worden. Und irgendwann habe ich einen Kommentar bekommen von einem User, der gesagt hat, du Andi, wie ist denn das? Stimmt es tatsächlich, dass ich da Finanzamtsmeldung machen muss, wenn ich das Ganze eben ja, von UK zu Luxemburg oder Irland? Ich habe gedacht, was denn das für ein Blödsinn? Wenn ich mein Geld von A nach B verschiebe, beziehungsweise meine Werte von A nach B verschiebe, es ist noch immer mein Depot, es ist noch immer mein Geld, was soll ich da im Finanzamt melden? Die verkaufen nichts. Naja, dann habe ich in den Einkommensteuerrichtlinien nachgelesen und da gibt es eben doch einige spannende Passagen, die eben dann sagen, oh, 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 oh. Den dazu passenden Beitrag, beziehungsweise ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, den findest du unten in der Videobeschreibung und zwar wird eben in den Einkommensteuerrichtlinien unterschieden, erster Teilstrich, zweiter Teilstrich, dritter Teilstrich, beziehungsweise vierter Teilstrich und da wird eben festgehalten, wie denn das jetzt ist, wenn du eben etwas überträgst, selbe Depotbank, aber anderes Depot, wie ist es denn beim Ausland ins Inland oder Inland zu Inland, wo eben alles festgehalten wird. Ich verweise dich nur darauf, wie immer alles ohne Gewähr und so weiter, aber zum Beispiel habe ich ja von DEGIRO zu Flatex übertragen, Ausland ins Inland wäre das und da heißt es dann eben, dass es eben hier nötig ist, dass die Anschaffungsdaten übermittelt werden an den steuereinfachen Broker. Passiert das nicht, musst du eben innerhalb von einem Monat an das Finanzamt eine Meldung machen, wo eben alles drinnen steht, was du übertragen hast, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Passiert das nicht, dann ist eben davon auszugehen, dass das ein fiktiver Verkauf war und du hast es eben dann zu versteuern über die Einkommensteuererklärung. Passiert das nicht, bist du in der Rue de la Gac. Und das war eben in meinem Fall der Fall, dass eben DEGIRO hat an Flatex nicht gemeldet. Das war nämlich noch vor der Fusion, also bevor eben Flatex DEGIRO übernommen hat. Damals hat eben DEGIRO gesagt und auch weiterhin, auch später noch, wir können das nicht, wir wollen das nicht und überhaupt, du hast eben gar keine Chance und was auch immer. Was meldest du dich bei uns? Da bin ich DEGIRO heute noch ziemlich böse, weil nur wegen denen habe ich jetzt die ganze Dampfen gehabt, Vergangenheit. Naja, was ist eben, und der Witz an der Geschichte ist ja, dass nachdem Flatex das Ganze übernommen hat und DEGIRO Österreich gesagt hat, wir hören auf, da war es auf einmal gar kein Problem mehr, dass eben von DEGIRO zu Flatex eben die Einstandspreise übermittelt werden, aber zu Fremdbrokern noch immer ein Problem damals der Fall war. Ja, und schlussendlich, es war eben damals nicht möglich, dass eben die Anschaffungsdaten übermittelt werden und deshalb war das eben ein Fehler von mir. Ich habe nicht gemeldet und eben die Anschaffungsdaten wurden nicht übermittelt. Das war eben mein Fehler, für den ich eben gerade stehen habe müssen. Und der andere Fall, das war der vierte Teilstrich, Ausland ins Ausland, eben von DEGIRO zu DKB. Das habe ich 2020 gemacht. Da bin ich dann aber noch drauf gekommen, rechtzeitig drauf gekommen und Anführungszeichen rechtzeitig drauf gekommen. Zwar nicht innerhalb des einen Monats, aber so, dass ich das dann als fiktiven Verkauf über die Einkommensteuererklärung noch machen habe können. So, ich habe das dem Finanzamt gemeldet. Das Finanzamt hat sich dann draufgehaut und eben gesagt, hey, das hat nicht gepasst. Und die haben eben eine Prüfung angekündigt. Ich habe im Zuge dieser Prüfung habe ich umfangreich Daten liefern müssen von allen Inlandsdepots, von allen Auslandsdepots, Depotumsätze und eben Depotauszüge über mehrere Jahre. Und das war natürlich ordentlich viel Arbeit. Und ich kann da nicht hergehen und sagen, na, ich liefere euch das nicht. Du hast Mitwirkungspflicht und das ist eben ordentlich Lage. Und übrigens seit 2023, also seit dem heurigen Jahr, hast du für Auslandsdepots sowieso eine Dokumentationspflicht. Du musst sowieso jederzeit innerhalb, musst du das Ganze nachweisen können und eben regelmäßig dokumentieren. Also es ist ja noch komplexer geworden und du kannst jetzt nicht mehr ausreden, ja, die habe ich nicht oder was auch immer. Also die Nachteile von einem Auslandsbroker sind jetzt noch einmal gestiegen. Was ist denn jetzt das Ergebnis? Meine Prüfung dauerte fast 2 Jahre. Nicht, weil mein Fall so komplex war, sondern weil es eben, ja, das Finanzamt hat in den letzten Jahren deutlich
Besseres zu tun gehabt, als eben meinen Fall abzuwickeln mit Covid und so weiter. Die sind notorisch überausgelastet und dementsprechend hat es eben fast 2 Jahre gedauert. Dann ist eben das Ganze eben, ja, schlussendlich hat sich der Prüfer dann nochmal bei mir gemeldet und gesagt, okay, das ist eben alles so, wie sie es eben damals angezeigt haben mit der Selbstanzeige und schlussendlich war das eben dann zu zahlen, was eben nachzuzahlen war. Ordentlich viele graue Haare, also das Finanzielle, das würde ich sagen, das war gar nicht so belastend, weil ich sowieso eben das zu versteuern hatte. Jetzt war es eben jetzt schon der Fall. Es war eher die psychische Belastung, wenn das Finanzamt jetzt tatsächlich zu einer Prüfung ausrückt und dann eben die ganzen Daten zu liefern sind, also was da Zeit reinrennt. Und ich habe keine Erfahrungen mit Prüfungen und dementsprechend war das eben für mich eine Stresssituation. Ist für mich jetzt alles erledigt? Nein, leider noch nicht, denn bei den Brokern sind noch immer nicht die korrekten Anschaffungsdaten bzw. jene Daten hinterlegt, zu denen ich damals versteuert habe, also beim Finanzamt versteuert habe. Ich habe 2020 korrekt versteuert, das ist quasi steuertechnisch erledigt. 2019, diesen Depotübertrag, den habe ich jetzt eben nachträglich noch begleichen können und das ist ebenfalls erledigt, also meine Schuld gegenüber dem Finanzamt ist alles abgehakt, was aber nicht erledigt ist, wenn ich das Ganze jetzt verkaufe, da muss ich dem Finanzamt noch einmal melden, hey, jetzt habe ich diese Wertpapiere, die ich damals versteuert habe, 2019 bzw. für 2020, die muss ich jetzt eben dann zu dem anderen Anschaffungspreis eben wieder versteuern. Ja, das heißt, das ist noch immer so etwas im Hintergrund. Da ist eben noch immer etwas im Hintergrund, wo ich aufpassen muss, dass ich das Ganze eben ordentlich abwickle. Die Einstandspreise, die sind eh alle beim Finanzamt hinterlegt, das heißt, die wissen Bescheid, wenn ich dann eben komme über die Einkommensteuererklärung und dann eben das Ganze eben wirklich schlussendlich irgendwann einmal abgewickelt wird. Für mich ist es irgendwie so noch immer etwas im Hintergrund, was ich sage, ich hätte es gerne aus der Welt geschafft. Ich könnte es nur über einen Verkauf aus der Welt schaffen. Es gibt eben keine andere Möglichkeit als eben ein Verkauf, dass das Ganze eben glattgestellt wird. Also der Broker, wenn ich dem jetzt das melden würde, hey, das sind die versteuerten Anschaffungspreise, der darf das eben nicht eintragen. Es darf eben nur von Broker zu Broker und der Broker meldet es eben nicht. Das Finanzamt kann ebenfalls nichts tun und jetzt bin ich da und kann nur das eben verkaufen, damit das eben irgendwann einmal glattgestellt ist. Was ist denn mein Fazit? Naja, ihr kennt eben mein Video dazu zu Vorteilen und Nachteilen eines Auslandsbrokers. Die Nachteile sind ganz einfach das ganze Steuerthema. Da kann ganz einfach so viel passieren und ich kann nur euch darauf sensibilisieren. Wenn ihr eben einen Auslandsbroker habt, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Das Selbstversteuern, das schaut im ersten Moment gar nicht so komplex aus, aber schlussendlich, wenn es tatsächlich zu einer Prüfung kommt und spreche hier jetzt tatsächlich von einer Prüfung und nicht von einer Ergänzungsersuchung. Ergänzungsersuchen ist eine Kleinigkeit, da schickst du dann einfach nur eben weitere Unterlagen zu, das Finanzamt schaut sich an, schaut schon drüber und sagt, okay, das war's, sondern bei einer Prüfung, die schauen sich das dann tatsächlich genauer an, inklusive die ganzen Daten, die du eben dann übermitteln musst, das ist natürlich einiges mehr an Aufwand und das ist eben nicht erledigt dann in einer Woche oder in 2 Wochen oder in 2 Monaten, sondern bei mir hat es dann fast 2 Jahre gedauert, bis ich eben das Hackerl darunter setzen habe können, bis ich eben meinen Betrag überweisen habe können und für mich das Ganze soweit einmal erledigt ist, aus Steuerschuldsicht, aber eben wie ich dir vorhin gesagt habe, es ist noch nicht ganz erledigt, weil eben noch immer eine Schuld besteht, wenn ich das Ganze eben verkaufe, dass ich eben dort berücksichtige, okay, was waren denn die Einstandspreise damals zu dem Zeitpunkt, wie ich da eben verkauft habe. Und ich muss gestehen, ich überlege, dass ich das eher früher als später eben tatsächlich verkaufe, damit das Ganze eben erledigt ist. Ich hoffe, ich habe dich mit diesem Video ein bisschen sensibilisieren können, dass das ein Broker im Ausland doch nicht immer so ganz einfach ist und was es denn heißt, wenn sich das Finanzamt dann eben das im Detail ansieht. Wie gesagt, es ist kein Finanzamt-Bashing oder sonst irgendwas, sondern ich habe den Fehler gemacht aufgrund der bestehenden Gesetze in Österreich und es hat mich ganz einfach ein paar Nerven gekostet, weil ich halt nicht der coole Hund bin, wenn das Finanzamt auf einmal prüft und ich kann ganz einfach nur sagen, die haben sich absolut korrekt verhalten, es war eigentlich eine sehr angenehme Atmosphäre immer. Die machen ganz einfach nur ihren Job, das ist nicht angenehm für einen, aber schlussendlich, ja, das was zu zahlen ist, ist zu zahlen, ich habe das soweit erledigt, aber eben die Einstandspreise passen noch immer nicht. Wenn das Video für dich interessant und informativ war, dann hinterlasse ein Abo, gib mir einen Daumen nach oben
Unten in der Videobeschreibung findest du mehr Informationen. Ich freue mich natürlich auf ein Wiedersehen, natürlich auch auf eine Diskussion in unserer Telegram-Community. Dazu findest du den Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Auf ein Wiedersehen, bis bald, euer Andreas von brocke-test.at. Ciao.